Ja, liebe Leute, willkommen zurück. Na? Na, cool, oder? Ha! Empyreon. Experimental. Alpha 10. Lang ist her. Lang ist her. Lang, super lang ist her. Jetzt schlagen wir erstmal auf und dann geht's erstmal los. Unverändert. Genau. Sehr schön, Commander. Ich bin ID. Okay, bla bla bla. Überspringen. Achtung, wenn du dieses bekommst, du Gegenstände, die du sonst durch das Spielen des Kapitels bekommst. Das ist jetzt. Ich will das jetzt erstmal überspringen. Weil ich wollte ja kurz was erzählen. Ach, die Flaschen wieder. Unverändert. Okay, ich hoffe, es ist. Nicht nur alles unverändert, ja. Also, wer eine Weile auf meinem Kanal schon tätig ist, also schaut, dabei ist, der weiß, dass ich hier oft Empyreon laufen habe. Alles rot da oben. Wahnsinn, krass. Und ich glaube, das letzte Mal war die Version 8. Das war so die aktuelle, die ich mir angeschaut habe. Und nach der 8... hatte ich kein Interesse mehr dran. Ich hatte echt kein Interesse mehr dran. Mir hat das irgendwie nicht mehr so richtig gefallen. Der Reiz war weg und ich hatte dann auch das Gefühl, als dann die 9 kam, ich hatte dann sogar mal ein Video gemacht. Also ich habe das hochgeladen, aber ich dachte dann, nee, das schaltet nicht frei. Es macht keinen Spaß. Die Entwicklung fand ich damals, ging jetzt nicht so sehr nach vorne, sondern die ging irgendwie gefühlt naja, seitwärts, sag ich mal. Ich sag's mal positiv betrachtet, seitwärts. Und da habe ich das gelassen und dachte mir, ich schaue mir das jetzt mal nicht weiter an. Ich lasse das einfach mal laufen und warte mal auf die 10. So. Mit dieser Waffe kannst du dein Ziel nicht beschädigen. Okay, das heißt, ich muss es zerlegen. Oder Rohstoffabbau. Mach mal Rohstoffabbau. Genau. Oh, das ist neu. Das ist neu. Ja, ich werde jetzt erstmal ein bisschen rumlabern. Hier hebe ich das auf. F immer noch. Super. Ah, das ist neu. Cool. Ja, weil ich habe wirklich nichts mehr angeguckt. Ich habe nicht mich damit beschäftigt. Und jetzt auch mit der 10 habe ich mich gar nicht beschäftigt. Ich habe nur die Information bekommen, sozusagen hier per Steam irgendwann, dass halt die 10 jetzt gerade im experimentellen Modus aktiv ist und dachte mir, so, schaue ich mir an. Ich habe jetzt auch nicht groß mir angeschaut, was es Neues gibt, weil ich will das alles selber mal wieder kennenlernen und erfahren. Das macht eigentlich auch den Reiz aus, Verteidigungsmodus zu legen. Rohstoffabbau ist wahrscheinlich dann hier. Okay, das ist filigraner geworden, habe ich das Gefühl. Mal raus. Das bedeutet, solange der experimentelle Modus aktiv ist, jetzt, solange die 10 ist, werden wir uns das mal ein bisschen in Ruhe anschauen. Ich habe jetzt einen Survival-Mode aktiviert und, warte mal, ich mache mal Verteidigungsmode. Ich check das mal, ob das funktioniert hier. Verteidigungsmode heißt Angriffsmode. Ah, super, super, super. Okay. Und ja, Survival Mode habe ich aktiviert und wir werden hier mal so ein bisschen durchhuschen. Also heute vielleicht noch eine, noch eine zweite, noch eine dritte Episode. Mal schauen. Und in diesem Zusammenhang werde ich mal für mich so die Sachen erkunden, die es so neu gibt. Ich hatte im Vorfeld, so die letzten Male, hatte ich so immer mal geschaut, was es jetzt Neues gibt. Und dann hatte ich so eine Zusammenstellung gebracht, so was dann Neues kommt. Und das will ich jetzt eigentlich mal nicht machen, weil ich will das selber alles erforschen. Und das ging schnell. Und entdecken. Das ist auch so ein bisschen das gewesen, was so am Schluss zu kurz kam, fand ich. Für mich jetzt zumindest, ja. Und wer Bock hat, der ist natürlich eingeladen.
mir hier zu folgen. Was ist jetzt noch nicht? Also es ist jetzt experimenteller Mode. Also 10 experimenteller Mode. Rohstoffabbau. Wenn es stabil ist, dann gibt es einen Server wieder. Das heißt, ich werde dann wieder einen Server kaufen und wer Lust und Laune hat und Bock hat, ein paar gibt, das weiß ich, die da gerne wieder Basen bauen und sonstige Sachen machen, die sind dann natürlich alle, also ihr, seid dann alle herzlich wieder eingeladen. Infos dazu, Details etc., die gibt es dann als Video oder eben auf jeden Fall im Discord. So, das bedeutet, da gucken die, ja? Gucken die zu mir oder? Egal. Das bedeutet, müsst ihr immer mal ein bisschen schauen. Dann gibt es die Infos. So, warte mal, jetzt muss ich erstmal schauen. Also das Übliche war ja natürlich Rohstoff abbauen. Warte. Und jetzt schaue ich erstmal auf die Map. Also das System ist random generiert. Ich habe die Einstellung, habe ich erstmal im Großen und Ganzen leicht gemacht. Das ist jetzt alles im Prinzip, dass wir das uns anschauen, was es Neues gibt. So, was gibt es denn jetzt hier Neues? Gibt es halt die Gebietssachen, die gab es eigentlich schon. Ich glaube, die gingen in der neuen los. Die hatte ich mir mal angeschaut. Ich fand das halt eben eine schöne Sache an sich, die Idee, dass man Gebiete und so weiter beanspruchen kann. Was ich jetzt nicht weiß, ist, wie weit das jetzt mit den Planeten fortgeschritten ist, sodass man jetzt selber sagt, okay, also was ich gut finden würde, wäre, wenn man jetzt hier Gebiete beanspruchen kann und oder dann auch ganze Planeten. Und durch irgendwelche Aktionen, Kämpfe etc. kann man die dann irgendjemand anders wegnehmen. Das wäre nochmal so ein Feature für einen Multiplayer-Server, der das noch ein bisschen spannender machen würde. Das weiß ich nicht, das werden wir uns anschauen. Vielleicht gibt es das, vielleicht auch nicht. Mal sehen. So, Spieler, das bin ich, ist klar. Das habe ich gesammelt. Da unten habe ich meine üblichen Sachen. Das ist nicht aktiv. Und dass ich... Ach, der Technikbaum. Level 20 hat sich nicht geändert, ist immer noch low. Also mal Level 25 war das Maximum. Okay, da ist nichts. Also vom Level ist jetzt erstmal nichts dazugekommen. Wahrscheinlich von den Items auf jeden Fall, denke ich. Kleines Raumschiff, Bodenkleider, diverses. Das ist jetzt diverses eben. Werkzeuge, genau, die hören auch schon viel eher auf Level 12. Okay, Waffen. Ja. Gut, ach so, ich habe jetzt schon 10 Punkte. Warte mal, das sind die Basics. Das heißt, einen Tank habe ich. Ich habe hier Sauerstoff, das heißt, das brauche ich jetzt nicht. Licht, Generator, Klonkammer, Kühlschrank, Nahrungsmittel. Klein Konstruktor. Achso, ich bin erst. Okay, ich bin erst Level 2. Das geht ja noch gar nicht. Stimmt. Alles klar. Okay. Ja, da würde ich sagen, wir machen erstmal in die Richtung von dem Eisen, ne? Wo ist das Eisen? Da ist das Eisen. Da geht's lang. Das, was sich ein bisschen erhöht hat, ist die Anzahl von den Rohstoffen hier, die jetzt hier rumliegen im Stadtgebiet. Gut, mal sehen, ob wir heute noch eine erste Basis hinkriegen. So. Warte mal, was sind das jetzt eigentlich alles? Schotter nur. Brauche ich eigentlich nicht. Ich nehme lieber so ein bisschen Eisen. Genau. Dieses Ding irritiert mich ein bisschen hier, dieser Punkt. Weil, wenn ich jetzt hier
anvisiere, ja. Also in dem Fall geht's. Aber wenn ich das einsammle, dann denke ich, jetzt sammle ich es ein, ja. Aber dabei ist der Weise hier, der ist jetzt ist erst aktiv. Und der Punkt ist wo ganz anders. Also ich denke mal, das würde Sinn machen eigentlich, wenn der Punkt... Ja klar, tut er sich auf die Oberfläche projizieren, aber wenn der Punkt übereinstimmt mit dem Fadenkreuz, oder? Würde ich jetzt so als Empyreon-Laie, würde ich das jetzt mal so sagen. Weil wenn ich jetzt sage, ich fixiere hier den Boden an und baue ab, dann baue ich ja... Ja, wo baue ich ihn jetzt ab? Ich baue an dem Punkt ab, oder? Irgendwie, ja, gut, okay, no. So, was haben wir hier? Steine nur. Oh, da war er verschwunden. Der Schotterstein war verschwunden. Oder habe ich ihn eingesammelt? Ich weiß es nicht. So, zum Eisen. Gut, wir flitzen mal ein bisschen. Wie sieht die Zeit aus? 5 Uhr. Nachmittag. Ausdauer geht langsam runter. Kann ich hüpfen? Jetpack, warte mal, Jetpack. Habe ich noch nicht. Hm. Okay. Knospen. Oh, ist das hier ein aggressiver? War der aggressiv? Ich weiß es gar nicht mehr. Also, oh, Level 3. Das ist gut. Das heißt natürlich, ich könnte mal den Konstruktor einsetzen. Könnte ich die Sachen erstmal kurz reinwerfen. Ja, die Tastenkombinationen klappen noch. Habe ich noch ein bisschen drin. Und dann könnte ich eigentlich mal schauen. Warte mal. So. So. Dann kann ich schon irgendwas bauen. Verteidigungsmäßig. Nee. Pistole. Habe ich. Nee, ich habe gar nichts. Ich habe gar nichts. Krass. Mechanische Komponenten. Hm. Mechanische Komponenten. Ach, das ging jetzt nicht automatisch. Ja, das war immer noch so. Das mechanische Komponenten. Mechanische Komponenten. Oh, jetzt habe ich 10 gemacht. Okay, warte, warte. Naja, okay. Okay. Braucht dann... Machen wir eine Pistole. Kann ja nicht schaden, sage ich mal, oder? Und dann machen wir Nitrocellulose. Nitrocellulose, da brauche ich Pflanzenfasern. Und ich habe hier Pflanzenfasern 8 Stück. Ja, machen wir 10. Oder, komm. Und dann Kupferbahn. Haben wir auch mal 10 rein. Das wird sich schon kümmern. Gut, Hunger geht noch. Heilung? Wieso bin ich verletzt? 100 Punkte fehlen mir? Was ist denn los? Was ist denn passiert? Wie war denn das? Das war so, oder? Dann machen wir die 2. Quatsch. Die 4. Ah. Okay, Bandage angewendet. Supi. Genau, Motorrad. Motorrad, genau, das testen wir gleich mal, ob sich da irgendwas geändert hat. Das interessiert mich. Ich mache das mal hier fertig. Okay, die Mumpel kommt hier hin. 176. Wie viel spuckt denn das Ding aus? Produktionsmenge 20. Okay. Gut. Genau. Ich hab's noch drauf. Umschalt F. Sammelt ein. So, 1. Okay, Animation ist auch okay. So. Das heißt, wir fahren mal zum Eisenlager. Beziehungsweise da hinten sind noch 2 rote Punkte. Vielleicht finden wir irgendwie lagermäßig, was wir abbauen können. Wir testen jetzt mal das Motorrad. Spider-Nest?
Okay, das sieht schlecht aus. Das ist rot. Okay, kenne ich nicht. Spiderless kenne ich nicht. Oh, Small Frack. Okay. Gehen wir zurück wieder. Dann fahren wir mal zum kleinen Frack. Oh, da ist ja noch ein anderes kleines. Warte mal, da fahren wir erstmal hier hin. Das wird gar nicht angezeigt auf der Map. Doch, jetzt. Okay. Warte mal, machen wir die 3. So. Jetzt checken wir mal. Baustoff ist leer. Hier komme ich hoch. Komme ich rein. Okay, wir checken drinnen. Ja, dieses Blaue, kann ich das irgendwie ausschalten? Also wenn ich das jetzt nicht habe. Oh. Wie? Oh, was ist denn hier los? Keine Ahnung. Das kaputt, oder? Warte mal. Verteidigung zerlegen. Okay, jetzt hat's geklappt. Okay, jetzt kam es zurück. Also einmal schlagen und dann hat man es ordentlich gesehen. So, oh. Das ist nett. Das ist super nett. Man kann nicht abbauen? Ja, ich kann es abbauen. Ich sehe es da unten rechts. Das war ja Ausdauer, oder? Was hat das verbraucht? So, machen wir alles weg hier. Oh, was ist das? Kern. Kann ich den abbauen? Dauert ewig. Dauert auch ewig. Ja, das Gerät ist wahrscheinlich noch ein bisschen low. So. Okay, wir haben das jetzt. In die Richtung gibt es jetzt gar nichts weiter Rotes. Das heißt, wir könnten da drüben nochmal zu dem. Oh, hab mir schon ein Bein gebrochen, echt, ja? Das ist ja schlecht. Okay, warte mal. Bandage hatte ich ja schon benutzt. Wo? Hatte ich bloß eine? Ich hatte bloß eine. Wieso hatte ich bloß eine? Nee. Oh, ich bin Depp. Echt. Gut. Also, ich denke mal, wir machen mal noch schnell zu dem Frack. Und dann überlegen wir uns, wo wir die Basis errichten. Das können wir ja auch erstmal jetzt hier machen. Spider-Nest, das können wir uns natürlich nochmal anschauen. Das schauen wir uns nochmal an. Sehen, ob es hier irgendwelche coolen Sachen gibt. Da war das andere aber irgendwie besser. Was ist das jetzt? Eine Frachtbox? Nee. Nee. Ich habe ja jetzt. Warte mal, ich könnte natürlich. Kann ich hier irgendwie hochkommen? Ich komme ja auch nicht hoch, oder? Nee. Wenn ich das baue. Oh, das dauert mir jetzt ewig. So, das bedeutet, wir fahren mal zu dem Spider-Nest. Mal sehen, was da passiert. Das interessiert mich. Okay. Passiert da was? Oh, was ist denn das? Natürliche Kaffeepflanze im Wachstum. Okay. Da gibt es Kram.
Und sonst? Auf der anderen Seite noch. Das haben wir gerade abgeerntet. Das nehmen wir noch. Oh, Radioaktivität. Klingt schlecht. Sehe ich irgendwo was? Nö, ich sehe nichts. Okay. Gut. Doch, wieso ist denn da Radioaktivität immer noch rot? Also hier rechts oben, also rechts Mitte. Ne, Temperatur ist das. Ich depp. Radioaktivität ist ja unten. Was war das? Ach so. Ja, ja, alles gut. Gott. Ja, ewig gedauert. Parasaurus. Ein Ei. Zwei Eier. Gut, danke. Nachladen. So, da haben wir da drüben nochmal rot. Dann checken wir das nochmal. Oder in die Richtung, hä? So, so. Das ist meine Kapsel. Mal sehen. Was war's? Weiternest. Na gut, das scheint ja jetzt, ich weiß nicht, ob das jetzt nachts oder wie erst aktiv ist, aber es scheint ja jetzt nicht so wild zu sein. Oh, was war passiert? Okay, ich bin abgestürzt. Oh, ich höre was. Oh, oh, okay. Da waren sie. Da waren sie. Die Spiders. Die Spiders. Kleines Wrack. Hey, da fahren wir noch mal hin. Jemand? Gut. Okay, dann gehen wir mal hier rüber zum kleinen Wrack. Schwimmen. Ach so, warte, warte. Oh Gott. Warte mal, kann ich das nie irgendwie... Jetzt, genau, ohne, ihr wisst schon, Waffe, da kann ich schwimmen. Ansonsten gehe ich mit der Waffe unter, wobei das bei der Pistole keinen Sinn macht, oder? Wenn ich die Pistole in der Hand habe, dass ich da gleich untergehe. Das ist halt ein bisschen seltsam, aber okay. So, was war das für ein Geräusch? Das kannte ich auch noch irgendwie. Ach, hier, okay. Warte mal. Ach, jetzt greift mich an. Hier, Assi-Ding, greif mich an. Okay, werden die nachts auch aggressiv, oder wie, oder was? Na dann. Ihr habt so gewollt. Sind an sich friedlich. Im Großen und Ganzen. Ja, was haben wir jetzt hier? Da haben wir irgendwie nichts weiter, nur Reste. Große Antenne. Hier hinten irgendwas. Glaswasser. Was? Gut. Naja. Ich würde mal sagen, ich mache jetzt erstmal Schluss. Ich mache erstmal Schluss und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Wenn ich weitermachen soll, sagt Bescheid. Ich denke mal, wir bauen das nächste Mal eine Basis uns hin. Hab ich überhaupt Licht? Schulterlicht nur mit Schutzanzug verfügbar, alles klar. Gut, ja. Machen wir Tippeltappeltour. Und ja, wir sehen uns. Was ist da drüben? Ist das hier da? Warte mal, was ist denn das? Ach so, ja, ich... Okay. Da. Ein Tellor was?
Tellurit. Okay, das scheint. Die Fauna scheint aggressiver zu sein als sonst, ne? Nachts, das heißt, ich sollte wahrscheinlich. Okay, was habe ich hier gesammelt? Ich wollte eigentlich Schluss machen jetzt. Was gesammelt? Okay. Gehen wir hier mal hoch. Will ins Sonnenlicht. Ich wollte eigentlich Schluss machen jetzt. Schluss wollte ich machen. Ich brauche eine Basis wahrscheinlich. Hm? Vielleicht gar nicht so schlecht. Oder Dunkelheit. Oder irgendein Ort. Oh. Da hinten. Da fahren wir mal noch hin. Eigentlich wollte ich Schluss machen. Okay. Aber trotzdem fahren wir erstmal hin, haben wir Licht. Uff. Nee, geradeaus. Hallo? Hallo? Okay, sieht das besser aus als die anderen? Ich weiß es nicht. Nee, sieht auch nicht besser aus. Aber warte, hier. Oh, gammeltes Zeug. Nett. Ich kann hier, kann ich ein bisschen hüpfen. Irgendwie kann ich dann, wenn ich so an diesem Gerät bin, dann kann ich plötzlich doller hüpfen. Okay, ich gehe hoch. So. Okay, jetzt machen wir erstmal Schluss. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin.